Jetzt wird gewählt und jetzt wird richtig gewählt. Wir brauchen die richtigen Leute. Ich bitte sehr herzlich um Unterstützung für Johann Saathoff und Markus Paschke. Tolle Leute, die das Vertrauen verdienen. Und ich bitte darum, dass wir alle miteinander, alle Kräfte mobilisieren, damit unser Land in eine gute Zukunft geführt wird. Von einem Mann, der es kann. Ich begrüße sehr herzlich den Spitzenkandidaten der SPD für die Bundestagswahl. Ich begrüße sehr herzlich den kommenden Bundeskanzler unserer Bundesrepublik Deutschland. Wir begrüßen gemeinsam Peer Steinbrück. Vielen Dank. So, herzlichen Dank. Dann komme ich mit hier. Herzlichen Dank. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Lieber Stefan Weil, liebe Emder und Emderinnen, ich weiß ja, dass man mit der Ansprache was verkehrt machen kann. Ich kann mich gut erinnern an den Wahlkampfauftakt von Niedersachsen, den der Stefan Weil beschrieben hat. Das war das letzte Mal, dass ich auch in Emden war. Davor bin ich nach einem sehr guten Essen und bei vollem Bewusstsein Mitglied des Nautischen Vereins in Emden geworden, 2 Jahre vorher. Nachdem ich da drin war, ist mein Bewusstsein etwas getrübt worden, aus nachvollziehbaren Gründen. Normalerweise sind Wahlkampfveranstaltungen so ziemlich ein bisschen eintönig, dröge, würde man so sagen, bei uns hier in Norddeutschland. Das ist so, dass der Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin kommt, klettert auf eine hohe Bühne, hält sich an einem Rednerpult fest, liest eine Rede ab über 60 Minuten und das war's, dann gibt's Musik und dann hauen die wieder ab. Das macht die SPD diesen Wahlkampf etwas anders. Das haben wir schon mit unserem Wahlprogramm anders gemacht, wo wir viele Bürgerinnen und Bürger gefragt haben, was würdet ihr denn sagen? Das hat geführt zu einem fantastischen Bürgerkonvent. Wir haben das so gemacht bei dem 100-Tage-Programm, von dem vielleicht nachher noch die Rede ist. Und wir machen das auch mit so einer Bühne. Ich tigere hier rum in meinem Kreis, so ein bisschen wie so ein Tiger bei Hagenbeck, hospitalistisch. Aber ich kann jeden von Ihnen sehen. Ich sehe genau, wann Sie zufrieden, wann Sie unzufrieden sind, wann Sie lachen, wann Sie über mich knurren und murren. Das ist genau so, wie wir uns das vorstellen, sehr dialogisch. Und deshalb nehmen wir auch erst Fragen. Da ist eine freundliche Assistentin, die das macht, Frau Schömann, und die hat aus ihrem Kreisen Fragen aufgenommen. Und danach halte ich ungefähr nochmal eine 120-minütige Abschlussrede. Ja, das haltet ihr doch aus, oder? Egal, ob Wind und Wetter. Ja, und 120 Minuten für den Sozialdemokraten ist gar nichts. Der Gerd Schröder hat mir erzählt, dass der frühere großartige SPD-Parteivorsitzende, dass der August Bebel, der hat mal 2 Stunden eine Rede gehalten, dann gab es 15 Minuten Pause und dann gab es noch 1,5 Stunden mehr. So, das schaffen wir spielen. Nein, es wird kurz knapp, es soll inhaltsreich sein, aber auch nicht langweilig für alle Beteiligten, insbesondere diejenigen, die stehen. Wir fangen an und nehmen immer 3 Fragen, auf die versuche ich präzise einzugehen und ganz zum Schluss antworte ich dann. Wo bist du, Frau Schömann? Die freundliche Assistentin ist da und hat einen ganzen Stapel Fragen mit dabei. Und die erste Frage kommt von Dieter Janssen aus Emden. Er fragt, wird es Bildung für alle geben? Und nennt die Stichworte schulische Bildung, Ausbildung und Übernahme. Dann folgt eine Frage von Edith Kramer aus Aurich. Sie fragt, wie soll die Veränderung der Zweiklassenmedizin aussehen? Und dann noch eine Frage von Jonas Schütte aus Osthauderfehn. Er fragt, können Sie den 8,50 Euro Mindestlohn durchsetzen? 11 Euro! Das steht ja nicht drauf, aber das hätte ich auch vorgelesen. Wer bietet mehr? Ja.
Also Bildung für alle, ja. Ernsthaft gesprochen, unser Bildungssystem ist nach wie vor nicht sehr durchlässig. Wir haben Hinweise, dass die Kinder aus akademischen Familien 5-mal so wahrscheinlich eine Hochschulreife machen wie die Kinder aus schwächeren sozialen Schichten. Und das Zweite ist, unser Bildungssystem ist unterfinanziert. Bildung ist aber der Schlüssel für dieses Land, nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern auch, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander auskommen, wie wir die Gesellschaft zusammenhalten, wie wir Menschen integrieren. Und zwar nicht nur diejenigen, die von außen zu uns kommen, sondern auch diejenigen, die schwächer sind, die gehandicapt sind. Deshalb spielt Bildung eine zentrale Rolle. Und dafür werden wir mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Das ist einer der Gründe, warum ich sage, dass wir nicht alle steuern für alle, aber einige steuern für einige, nämlich die oberen 5% der Einkommensbezieher und die hohen Vermögenden einbeziehen wollen in die Finanzierung von 4 zentralen Aufgaben. Bildung, Infrastruktur, Kommunalfinanzen der Oberbürgermeister und Schuldenabbau im Sinne der jungen Generation. Wenn du dir nicht bald eine Jacke anziehst, dann kriegst du einen solchen Zoff mit deiner Mutter. So, dazu, ja, wir begleiten mich schon die ganze Zeit. So, dazu wird der Bund auch mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Und zwar für die Kinderbetreuung, für die allgemeinbildenden Schulen, dann reden wir über die Ganztagsschulen. Derjenige übrigens, der die ersten Mittel bereitgestellt hat für Ganztagsschulen, war Gerd Schröder als Bundeskanzler. Damaliges 4-Milliarden-Programm. Und worauf ich besteigert Wert lege, ist, wir müssen mehr tun, auch für die berufliche Bildung, weil die ganze Gesellschaft nicht akademisiert werden muss, sondern wir brauchen gute Fachkräfte. Das bedeutet, dass wir die berufliche Bildung sehr viel stärker fördern müssen. So, nun muss der Ministerpräsident weghören und alle von euch, die da in Hannover sind. Denn wenn ich mit Eltern rede, die auch mal umziehen, dann sagen die, sag mal, diese 16 Schulsysteme, die wir in Deutschland haben. Wenn ich mit meinen Gören umziehen muss, dann fallen die von einem Schulsystem ins andere. Und das ist ein Problem. Deshalb sage ich, wenn der Bund mehr Geld in die Hand nimmt, dann darf er auch die Musik ein bisschen mitbestimmen, die die Kapelle spielt. Das heißt, wir brauchen schon eine etwas größere Angleichung und Vergleichbarkeit dieser Schulsysteme. Genau gesehen, dass der Ministerpräsident nicht geklatscht hat. Das sieht man von hier gut, mein Lieber. So, ich will nur eine Geschichte erzählen dazu, die zutreffend ist. Im Februar gucke ich in die Zeitung und lese in der Zeitung, dass es 63 Jahre oder 64 Jahre nach der Gründung der Bundesrepublik endlich gelungen ist, dass die Kultusminister der Länder sich geeinigt haben, den Abschluss auf das höhere Lehramt von Bundesland zu Bundesland wechselseitig anzuerkennen. Das ist der Durchbruch. Fantastisch. 64 Jahre wird endlich der Schulabschluss, den eine junge Frau macht, von mir aus in Göttingen, anerkannt in Nordrhein-Westfalen und Nordrhein-Westfalen von mir aus Baden-Württemberg. Bayern weiß ich nie so genau, aber mindestens diese Länder, ja. So, es muss da eine gewisse Angleichung geben, ohne dass ich deshalb die Zuständigkeit der Schulpolitik, damit niemand glaubt, ich wolle Revolution, in Frage stellen. Zwei Klassenmedizin haben wir. Beispiel, eine Mitarbeiterin der AOK ruft an bei einer Hals-Nasen-Ohren-Praxis, sagt, ich habe eine wahnsinnige Ohrenentzündung, ich muss so schnell wie möglich eine Behandlung haben. Antwort der Assistentin dort, sind Sie gesetzlich oder privat versichert? Ich bin gesetzlich versichert, dann haben Sie einen Termin in 3 Wochen. 3 Stunden später ruft sie wieder an, nach wahnsinniger Ohrenentzündung, muss da unbedingt hin, sind Sie gesetzlich oder privat versichert? Ich bin privat versichert, ja, morgen um 16 Uhr haben Sie einen Termin. Das ist im Augenblick dieses Zweiklassensystem, das wir haben. Die Qualität dieser Gesundheitsversorgung ist in Deutschland nach wie vor hochklassig, keine Frage. Aber wir ziehen die Menschen dabei auseinander. So läuft auch eine Spaltung hinaus und deshalb wollen wir eine Bürgerversicherung einführen, in die jeder nach seiner Leistungsfähigkeit einzahlt und wo dieses doppelte System zusammengeführt wird. Es wird private Krankenversicherungen weitergeben können. Die können auch Zusatzversicherungen anbieten für diejenigen von Ihnen, die das gerne möchten. Die können auch die Bürgerversicherung anbieten. An der Honorarordnung der Ärzte wollen wir gar nichts verändern. Wir stellen im Übrigen fest, dass diese Zweiklassenmedizin in gesetzlich und privat auch dazu führt, dass die medizinische Versorgung im ländlichen Raum schlechter wird. Warum? Weil die Ärzte dahin gehen, wo die meisten Privatpatienten sind. Ist doch klar. Die gehen nicht in den ländlichen oder mehr oder weniger ländlich strukturierten Raum, sondern gehen dahin, wo sie die meisten Privatpatienten haben. Das werden wir ändern müssen. Bei der Bundestagswahl 2009, und gelegentlich ist unser Gedächtnis ja der beste Freund der CDU,
wir sagen unser schlechtes Gedächtnis, da wollte die CDU noch eine Kopfpauschale. Können Sie erinnern, was eine Kopfpauschale ist? Da zahlt die Sekretärin dasselbe ins Krankenversicherungssystem ein wie ihr Chef. Da sind die inzwischen mit nackten Füßen auf heißen Kohlen und haben mitgekriegt, dass das nicht richtig hinhaut, aber das war noch die Debatte 2009. SPD will bei der Krankenversicherung eine Bürgerversicherung und ich denke, bei der Pflegeversicherung, mit Blick auf die Notwendigkeit, einen Pflegenotstand abzuwehren, werden wir auch zu einer Pflegebürgerversicherung beitragen müssen. Das mit dem gesetzlichen Mindestlohn ist nicht schwer. Bestandteil eines 100-Tage-Programms, das heißt, wir wollen im Gesetzblatt haben zum 1. Februar 2014 einen allgemeinen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro. Das ist etwas anderes. Etwas anderes als die Lohnuntergrenze der CDU. Einige haben ja den Eindruck, die unterscheiden sich alle gar nicht, ist alles eine Soße, ist Blödsinn. Die Lohnuntergrenze der CDU ist was völlig anderes. Da handelt eine Arbeitgeber- und eine Arbeitnehmerseite eine Lohnuntergrenze aus, von Branche zu Branche, von Region zu Region. Und diejenigen von Ihnen, die vielleicht unter einem Tarifvertrag sind, aber trotzdem unter 8,50 Euro verdienen, die sind die Gelackmeier. Die kommen nicht vor, die werden nicht berücksichtigt. So, da muss man genau hingucken, was die Begriffe darstellen und was sich dahinter verbirgt. Die SPD ist der Auffassung, all diejenigen, die Vollzeit arbeiten, müssen eine ausreichende Entlohnung haben, damit sie einigermaßen, die Betonung liegt auf einigermaßen, würdig leben können. Alle Geschäftsmodelle, die gezielt auf Dumpinglöhnen aufbauen, mit der Notwendigkeit, dass Sie als Steuerzahler anschließend die Aufstockerbeträge zahlen müssen, sind nicht akzeptabel, weder wirtschaftlich noch sozial akzeptabel. Und deshalb werden wir es ändern.